Der FC Barcelona hat einen riesigen Schuldenberg angehäuft und muss sparen. Deshalb dürften einige Stars von der Gehaltsliste gestrichen werden. Die spanische Zeitung AS listet aus diesem Grund einige Spieler auf, die zu den Abschiedskandidaten gehören und wo sie es jeweils hinziehen könnte. Neben Akteuren wie Ousmane Dembélé, Felipe Coutinho oder Jordi Alba wird dort auch Barca-Urgestein Sergio Busquets erwähnt. Der spanische Nationalspieler hat noch einen Vertrag bis 2023, könnte die Blaugrana aus oben genanntem Grund jedoch trotzdem ablösefrei verlassen. Dann käme offenbar auch der FC Bayern als potenzieller Abnehmer ins Spiel, schreibt die AS. Jedoch ist der Bericht eher als Gedankenspiel zu interpretieren, denn als konkrete Information. Im Interview mit der spanischen Sportzeitung Marca hat sich Jan Oblak zu seiner Zukunft geäußert und einen Abschied von Atletico Madrid nicht ausgeschlossen. Es wird davon abhängen, wie es dem Verein geht, ob er einen Spieler verkaufen muss oder nicht, so der 28-Jährige. Oblak ist bei Atletico noch bis 2023 unter Vertrag, soll aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro besitzen. Die Rojiblancos könnten auf dieses Geld angewiesen sein. Der Schuldenberg des Vereins soll bei etwa 500 Millionen Euro liegen. Kehrt Marc Uth zum 1. FC Köln zurück? Wir sind in intensiven Gesprächen und da wird in den nächsten Tagen sicher etwas passieren. Im Moment können wir aber nur sagen, dass wir Gespräche führen und der Spieler Interesse hat, zurückzukommen, sagte Geschäftsführer Alexander Werle während einer Pressekonferenz am Montag.